es gibt sehr viele sehr positive Erfahrungen, sehr schöne Erfahrungen, die einen berühren, aber dann wiederum sieht man dann, wenn es um tatsächlich größere Dinge geht, wie jetzt einen Moscheebau in Karlsruhe, dass man dann sieht, dass aufgrund des Populismus eben von einer einzigen Person teilweise ein ganzes Projekt gekippt werden kann.